Herzlich willkommen auf meinem kleinen Kanal. Was wollen wir uns heute angucken? Wir wollen uns heute die Kantenfräse FMV 18 LTX BL8 anschauen. Wir wollen uns anschauen, wie diese Fräse mit dem regulären, nicht LIHD, mit dem regulären 5,2 Ampere Akku performt. Der Akku ist vollgeladen. Wir haben den Standardaufsatz unten für die Kantenfräse, der mitgeliefert wird. Wir werden uns anschauen, wie das Plunge-Kit Nummer 195563-0 von Makita in Zusammenhang mit unserer kleinen Kantenfräse funktioniert. Wir wollen uns anschauen, wie der Parallelanschlag funktioniert. Wir werden das Ganze zu dem ganzen Zweck hier ein altes Stück Kantholz einspannen auf dem wunderbaren Metabotisch MWB 100. Und wir werden uns das Ganze anschauen mit einem 10 mm Fräser, mit einem 16 mm Fräser und mit einem 6 mm Radius Fräser, jeweils aus dem Bosch Professional Sortiment. Also, ich werde eben das Holz einspannen und dementsprechend ein bisschen aufräumen auf dem Tisch und dann sehen wir uns wieder. Okay, der Fräser ist eingespannt. Wir sehen, dass er auf der tiefsten Einstellung relativ exakt, man muss es ein bisschen justieren, 4 cm raussteht. Sonst bringt ja die ganze Skala nichts hier, ja? Denn was nützt mir die Skala, wenn ich hier am Rädchen drehe und ich letztlich dann überhaupt nicht die gewünschte Tiefe einstellen kann? Also muss man schon ein bisschen gucken, wie weit man den reinsteckt. Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen 5 mm, so, ja, auf exakt 5 mm. Gucken wir mal, ob das stimmt. Oh ja, das haut ziemlich genau hin. Na, Moment mal, dass ich gerade bleibe hier. Doch, das sind vielleicht ein Tacken mehr, ja? So. Während dieser ganzen Spielereien und während man umsteckt, sollte man natürlich den Akku draußen haben, denn ich glaube, wenn man hier reingreift, ist das nicht ganz so angenehm. Ich stelle den auf Stufe 4 von der Drehzahl her. Und dann wollen wir einfach mal sehen, wie das Gerät jetzt hier ins Holz eindringt und wie er sich verhält. Es ist ganz angenehm noch zu halten. Hier haben wir vermutlich den Spanauswurf. Und dann schauen wir einfach gleich mal, wie hier 5 mm Tiefe und 10 mm Fräser hier zusammen funktionieren. Hat meiner Ansicht nach ganz gut geklappt. Ich habe eine Staubmaske auf, pusten kann ich gerade nicht so toll. Aber das ist überhaupt kein, keine Sache gewesen. Der geht da durch wie durch Butter. Ja? Also ich glaube, da können wir gleich mal auf 10 mm Tiefe gehen. Und danach würde ich dann gleich mal direkt den 16 mm Fräser ausprobieren wollen. So, wir lösen also hier das Ganze und gehen dann auf, wo haben wir es hier oben? 10 mm Tiefe. So, wir haben 10 mm Tiefe eingestellt. Arretieren. Und die nächste Runde beginnt. Ich würde hier von der Nut ausgehen, ein bisschen nach rechts gehen und dann rüberziehen. Auch das hat doch ganz gut funktioniert noch. Er hat ein bisschen geschrien nebenbei, das ist auch mächtig warm hier. Mal gucken, ob ich gleich mal ein bisschen wegsaugen kann. Aber das ist schon ganz ordentlich, ne? Mit einem 10 mm Fräser hier in dieses Holz einfach mal 1 cm tief reingefahren. Das finde ich persönlich schon gar nicht schlecht. Ich würde jetzt kurz den 16 mm Fräser montieren und dann ebenfalls einen Test mit 5, vielleicht 8 und dann 10 mm machen. Und da möchte ich aber dann gleich den Parallelanschlag für nutzen, um einfach mal zu gucken, wenn ich den hier lang führe, wie genau ich dann dort sein kann. Denn das jetzt hier mit der Hand geführt, bei 5 mm seht ihr, ging es noch ganz gut.
bei 10 mm Tiefe ist er mir doch ziemlich abgehauen. Ja, das ist doch eher etwas schwierig gewesen, um das mal so zu sagen. So, ich kann ja gerade mal den Wechsel zeigen, das ist denkbar einfach. Man drückt hier diesen Knopf nieder, der hat eben hier eine kleine Feder, einen kleinen Metalldorn. Hier sind in der Spindelaufnahme, also es ist eine Spindelarretierung, zwei Löcher. Ich drehe das Loch so, dass es zu diesem kleinen Metalldorn passt. Ich drücke es rein, setze dann hier dementsprechend meinen, was ist denn das hier für ein 17er Schlüssel an. Und dann kann ich das Ganze andere Richtung, ach der Herr, Gottes Willen. So, und dann kann ich das Ganze lösen. Dann kann ich den Fräsbit entfernen und den 16 mm Fräser einsetzen. Wir gucken mal, dass wir den auf ungefähr ähnlich Tiefe stellen wie gerade den Fräser, damit wir vergleichbare Ergebnisse haben. So, das ist fest. Das löst sich nicht. So. Die Schraube wieder auf die dafür vorgesehene Zahnradaltierung feststecken. Wir schauen einmal, voll eingetaucht sind wir wieder bei ungefähr 4 cm. Ich glaube, wir liegen bei 39 mm oben, 38,5. Das soll ja gar nicht stören. Dann gehen wir jetzt eben hier auf 6 mm und schließen das Ganze. So, 5 mm steht da in etwa über. Wir haben jetzt hier einen 16 mm Fräser drauf und ich bin gespannt. Ich würde hinten am Ende des Pfostens diesmal versuchen zu fräsen. So, damit wir da einfach mal sehen können, wie gut oder schlecht das Ganze funktioniert. Ich bin selber sehr gespannt. Ich würde die Drehzahl so belassen auf Stufe 4. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin da absolut im Unwissen, welche Drehzahl man denn nehmen sollte. Wir versuchen das einfach mal jetzt. Wie gesagt, ich erwähnte es, glaube ich, mehrfach. Auch für mich ist die Bedienung der Fräse relatives Neuland. Aber euch dürfte ja interessieren, wie die kleine Kantenfräse hier performt. Ja, ich denke, das hat man ganz gut gesehen. Wahnsinn. Also das ging durch, ich musste nicht drücken, das ging durch wie durch Butter. Und das mit hier einem 16 mm Fräser in dieses relativ, feste Holz. Ist natürlich jetzt nicht irgendwie ein Hartholz oder ähnliches, aber das ging wirklich ganz klasse, ja. Ist auch ein sehr schönes, sauberes Ergebnis, so wie ich das hier sehen kann. Da habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen, jetzt einmal auf 8 mm runterzustellen und dann gleich auch nochmal 10 mm auszuprobieren. Okay, mittlerweile habe ich hier den Parallelanschlag montiert, habe geschaut, dass das ungefähr hinhaut von der Entfernung, dass wir keine Überschneidung haben mit dem bestehenden Fräskanal. Und ich möchte den Blickwinkel nochmal kurz ein bisschen wechseln für euch. Vielleicht so. Wir gehen von der Tiefe her jetzt auf 8 mm. Das ist ja schon ganz ordentlich mit einem 16 mm Fräsbit, denke ich mir zumindest. Ja, und auf los geht's los. Gejault hat er, aber insgesamt ist das doch ein ganz ordentliches Fräsbild, wie ich denke. Man hat hier vorne so ein paar kleine Stupsis, aber das mag auch daran liegen, dass ich hier, ich weiß gar nicht, ob ich im Gleichlauf oder Gegenlauf fräse, aber insgesamt von der Kante her ist das ja wirklich relativ gut geführt worden hier. Ich denke, da kann man sich nicht beschweren. Er hat auch schon so ein bisschen
hier Späne produziert. Ja, und wie gesagt, also hier ein 8 mm tiefer, 16 mm breiter Kanal. Das finde ich ganz ordentlich. Ich würde den Parallelanschlag nochmal verstellen und ich würde es jetzt wissen wollen. Ich würde die Drehzahl ein bisschen erhöhen und dann gehen wir doch gleich direkt auf 11 oder 12 mm. Okay, ich habe die Drehzahl auf Stufe 5 gestellt. Die Tiefe auf 11 mm erhöht. Man sieht das hier, die Kante des Fräsbits liegt bei exakt 11 mm. Wenn der liebe Herr mal fokussieren würde. Ah, da sind wir. Ah, meinetwegen 10,5. Und damit werden wir jetzt durchs Material versuchen zu marschieren. Ja, das ging nicht mehr ganz so leicht und selbstverständlich, aber ich meine, ich habe wirklich schon ziemlich geschoben. Der hat nicht einmal gemuckt. Wir haben hier eine 16 mm breite, 10 bis 11 mm tiefe Nut mit der kleinen Kantenfräse dementsprechend herstellen können hier. Das ist doch allererste Sahne, oder nicht? Ja, ziemlich genau knapp über 10 mm hier. Und ja, bis auf so ein paar kleinere Faserversätze dort. Also wenn ich hier rüber fasse innen, fühlt es sich zumindest am Handschuh relativ glatt an. Hier außen nicht unbedingt überall. Aber das mag ja auch von Fräser zu Fräser, von Drehzahl zu Drehzahl und Holzart zu Holzart variieren. Ja, für meinen Geschmack bin ich damit sehr zufrieden. Also haben wir jetzt hier drei Frästiefen und Breiten ausprobiert. 10 mm 1,5 cm tief, 10 mm 1 cm tief und mit dem 16 mm Fräser. Das ist im Fräskit, den ich hier gekauft habe, das Fräskit, die breiteste Variante. Einmal Freihand, wie man hier sieht, und zweimal mit dem Parallelanschlag. Was wirklich sehr, sehr gut geklappt hat mit diesem Parallelanschlag. Also da bin ich wirklich angetan von. Gerne würde ich jetzt nochmal versuchen, mit dem 16 mm Fräser zu tauchen. Mit diesem Makita Planschkit. Lasst mich das nochmal kurz wechseln und dann finden wir nochmal hier im Bereich oder hinten im Bereich ein Stück Holz, wo wir da nochmal das Ganze ausprobieren können. So, und da sind wir wieder. Ich habe das jetzt montiert hier. Für den einen oder anderen ganz interessant, wir können hier insgesamt, ich habe das gerade nachgemessen, wir können hier insgesamt bei voller Eintauchtiefe, nein, wir setzen noch auf, Moment. Oh, okay, das ist also die volle Eintauchtiefe. Ja, da können wir also so weit eintauchen hier. Das ist schon recht reell. Ich müsste das mal eben messen. Der hat ganz gut Federdruck. Ja, bis zur Kante hier oben, bis dorthin, sind wir da schätzungsweise bei 34, 35 mm. Ja, also knapp über 3 cm. Ne? Ein bisschen was geht verloren gegenüber dem Aufbau, weil wir hier noch dieses Plättchen drunter haben. Höchstwahrscheinlich ist der Schluss hier nicht ganz so wie bei der Makita-Fräse, aber wie gesagt, ungefähr 33 bis 34 mm können wir reintauchen. Ich traue mich jetzt allerdings noch nicht, auf Anhieb die gesamte Tiefe einzutauchen. Oder doch, vielleicht machen wir das mal. Vielleicht machen wir genau das mal und messen hinterher, wie tief wir denn ins Loch sozusagen reingekommen sind. Das können wir mal eben machen. So, der Akku ist montiert. Die Fräse ist aufgesetzt. Kann man das erkennen? Ja, das kann man erkennen. Dann starten wir das Ganze.
Eieieiei. So, das hat doch ein bisschen Staub produziert. So. Ach, der Zollstock ist zu breit, beziehungsweise wahrscheinlich genau 16 mm breit. Aber ich bin der Meinung, wir haben hier ein 33 mm tiefes Loch. Ich würde gleich den Anschlag mal eben auf 10 oder 11 mm stellen mit diesem wunderbaren Revolver hier. Und dann wollen wir uns mal angucken, wie gut man die Fräse dann beidhändig bedienen kann. Okay, und wir sind bei einer Frästiefe von 8 mm. Gleiche Einstellung. Ich werde mal versuchen, hier vielleicht zum Beispiel eine 8 rein zu fräsen, ob das funktioniert. So, Gottes Willen. Wollen wir mal gucken, ob das so einigermaßen geklappt hat. Also gegenüber der Einhandführung ist das schon ein himmelweiter Unterschied. Ja, um Gottes Willen. Also man sieht es, glaube ich, hier. Gegebenenfalls hätte ich meine Staubabsaugung anschmeißen sollen oder mich anders anziehen sollen. Katastrophe. Aber ich bin gerade ein bisschen geflasht, weil doch tatsächlich hier diese 8... allererster Versuch, wohlgemerkt, gar nicht so schlecht rausgekommen ist. Also auf jeden Fall eine um ein Vielfaches verbesserte Kontrolle mit diesem Gottes Willen, mit diesem Makita Plunge Kit. Und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, wenn du das Ding bedienst, also da braucht man wirklich schon bei dem Feinstaub, der hier entsteht, eine wirklich gute Atemmaske. Ich habe jetzt hier eine dieser Covid Masken, hätte ich beinahe gesagt, dieser FFP2-Masken auf, und das taugt definitiv nicht. Denn ich atme hier die ganze Zeit Staub ein und musste gerade schon auch off-camera deutlich husten. Ja, gut, ich hoffe, man hat so ein bisschen gesehen, was diese kleine Fräse kann. Den 6 mm Radiusfräser schenke ich mir jetzt persönlich. Wir haben gesehen, dass er mit, dass die Kantenfräse mit 10, aber auch mit 16 mm hier wirklich eine ordentliche Power entwickelt. Würde ich noch tiefer reingehen, würde man vielleicht in Hartholz kräftiger durchschieben, würde ich sie sicherlich ausbekommen. Aber hier habe ich noch nicht mal Drehzahlschwankungen in dem Sinne festgestellt. Und das hier mögen gut und gerne, wir können es ja nachmessen. Ich hätte jetzt irgendwie so auf 28 cm gestippt oder so. Ja, vielleicht doch eher so 32. Naja, 33 sind es dann. Okay. Da konnte ich also ihn so durchschieben. Ne? Knapp über einen Zentimeter tief, 16 mm breit. Ich denke, das ist ganz geil. Ich denke, jedem, der sich überlegt, diese Fräse zuzulegen, sei ans Herz gelegt, dieses nicht ganz perfekt passende Plunge-Kit zu kaufen. Warum nicht ganz perfekt passend? Weil dieser kleine Knöppelsche hier, der lässt sich noch ein bisschen drücken, der hakelt manchmal. Ich habe festgestellt, dass wenn dieser Knopf so ausgerichtet ist, dass er hier nach vorne zum Hebel zeigt, kann ich mit ein bisschen Wackeln das reinstecken. Zeigt er in die andere Richtung, ich habe ja hier vorne Nuten und auf der Rückseite auch die Nuten, kriege ich es nicht vernünftig montiert. Nein. Man könnte aber hier diesen höchstwahrscheinlich Aluminium-Druckguss-Korpus in dem Bereich unten mit der Feile ein bisschen bearbeiten und dann wäre das sicher alles überhaupt kein Problem. Ja. So, ich muss erstmal jetzt hier die Garage, Schrägstrich Werkstatt, Schrägstrich mich sauber machen. Ich hoffe, ja, man hat ein paar Eindrücke von dieser tollen kleinen Kantenfräse bekommen können. FMV 18 LTX BL8. Ja, ich bin zufrieden damit und ich glaube, für meine Anwendung brauche ich gar nicht viel mehr. Es gibt ja noch dieses große Zweihandmodell von Metabo. Da zahlt man dann gegenüber dieser Kombination hier knapp 90 bis 100 Euro mehr. Ich denke aber hier das Beste aus beiden Welten, also die Einhandfräse zusammen hier mit diesem Adapter, naja,
Mal unter uns, ich flüstere mal ein bisschen. Metabo, seht doch mal zu, dass ihr hier auch so ein Planschkit anbietet. Dann muss man nicht beim Mitbewerber sich umschauen. Ich meine, wenn im ähnlichen Preisbereich für vielleicht 70, 80 Euro so ein Planschkit als Zubehör von euch dazu erwerbbar wäre, naja, dann hätte ich natürlich da schon irgendwo lieber Metabo draufstehen für ein Metabo-Gerät als hier Makita. Ne? Da ich aber alles gesamte Werkzeug immer von meinem eigenen Geld kaufe, ist es mir insofern egal. Und das war ja ein Schuss ins Blaue hier und das hat ja ganz gut funktioniert, wie man auch an meinem anderen Video sieht. Ich hoffe, es ist mir gelungen, euch ein bisschen kurzweilig hier bei Laune zu halten. Immerhin knapp über 21 Minuten ist dieses Video jetzt geworden. Vielleicht muss ich zukünftig das auch mal im PC bearbeiten, ein bisschen schneiden, was ja natürlich auch nicht ganz unerheblich ist vom Aufwand her. Gerne möchte ich dann doch nochmal irgendwann diesen Radiusfräser testen. Gerne möchte ich auch mal die Eigenschaften dieses Schlittens testen, wenn man ihn an der Führungsschiene entlang schiebt. Und gerne möchte ich unbedingt nochmal die Absaugung dieser kleinen Kantenfräse testen, die ja leider vermutlich nur dann funktioniert, wenn man eben nicht dieses Planschkit benutzt, sondern den dafür vorgesehenen Adapter von Metabo, der hier vorne im Bereich dieser Aussparung extra dafür einen kleinen Auslass hat und hier an der Seite so einen kleinen Pinöpel hat, wo man dann die Absaugvorrichtung installieren kann. Also in dem Sinne, ich werde mir Mühe geben, vielleicht nochmal ein paar Videos aufzunehmen. Bis zum nächsten Mal.